So, dann machen Sie die Wärmebildkamera mal an. Da sind die Rehe. Sie können die Empfindlichkeit jederzeit nachjustieren. Da ist immer noch Restwärme vorhanden. Aha, und hier können Sie das gleich mal auf Menschen anwenden. Drei Mann. Der Motor sollte auch rot sein. Sehen Sie? Zwei Mann. Zählen, Kollegin. Zählen wäre nicht schlecht. Zwei Mann. Die ziehen wir raus. Spät, was im Sonal? Vor uns ein verdächtiges Kfz Richtung Ziegelhütte, Tschechien. Nehmen die Verfolgung auf. Jetzt. Gib ihm mal schon. Gut. Rechts rein. Wir sind jetzt rechts in einen Waldweg eingebogen. Halt, Polizei! Stopp! Bleiben Sie stehen! Zwei Mann sind flüchtig. Wir haben noch versucht, sie zu erwischen, aber chancenlos. Wahrscheinlich rüber nach Tschechien. Die dortigen Kollegen sind schon informiert. Ja, die Spurenlage ist natürlich jetzt extrem schlecht mit dem Schnee heute Nacht. Die Zulassung? Augenblick. Der Wagen ist gemeldet auf eine slowenische Firma. ATR Constructia. Morgen. Fundort ungleich, Tatort. Haben wir einen Ausweis? Ah, Fehlanzeige. Sonst irgendwas? Mann um die 40, Wunde im Bauchbereich. Schusswunde? Nein, der wurde regelrecht aufgespießt. Ich habe Rost an der Wunde gefunden. Eine Eisenstange? Um ein Eisen von dem Durchmesser durch einen Körper durchzutreiben, da braucht es ungefähr 8 Newtonmeter. Die Verletzungen am Hinterkopf, die deuten mal von dem Sturz hin. Also ein Unfall. Schauen Sie mal die Fingernägel. Ja. Ziegelstaub, Zement. Der hat sein Leben lang schwer gearbeitet. Kommt irgendwo vom Balkan. Wegen der Hut oder was? Die Zähne. Amalgam und Edelstahl, das wird in Westeuropa kaum noch wo verbaut. Dann hoffen wir mal, dass wir so schnell wie möglich rausfinden, wer er ist. Ja, das hilft mir auf jeden Fall weiter. Ja. Dankeschön. Okay. Morgen. Wiederhören. Irgendwelche Notarzteinsätze heute Nacht? Keinen, der auf unseren Fall hindeutet. Krankenhäuser? Nichts. Aber beim Zahnschema hat es einen Treffer gegeben. Christian Simonescu, 53, rumänischer Staatsbürger. Ein Zahnarzt in Neutraubling hat vor 3 Wochen eine Wurzelbehandlung abgerechnet. Gibt's da auch eine Adresse?
Gibt's. Meisenkopfweg Nummer 5. Also los. Gut. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Frau Simonescu? Ja, wieso? Marlo Kripo Regensburg, das ist meine Kollegin Frau Lukas. Ist es okay, wenn wir kurz reinkommen? Ich war eigentlich auf dem Weg zur Arbeit. Was wollen Sie denn? Lassen Sie uns das doch bitte drinnen besprechen, ja? Gut, kommen Sie. Was zu trinken? Nein, danke. Entschuldigen Sie, mein Mann und ich, wir arbeiten beide 6 Tage die Woche. Ja, es geht auch um Ihren Mann, Christian. Er ist nicht da. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Ist was passiert? Ist es seine Niere? Er ist so schwach zurzeit. Ich hoffe, Christian steht das durch. Ist das Ihr Mann? Ja. Was ist mit ihm? Es ist alles in Ordnung. Wo können wir ihn finden? Auf der Baustelle. Simionescu! Die sind für dich! Kennen Sie diesen Mann? Weiß ich nicht. Herr Simionescu, wie erklären Sie sich denn, dass dieser Mann mit Ihrer Krankenkarte beim Arzt war? Ist mir gestohlen worden. Was Sie natürlich gemeldet haben. Sie wissen schon, dass die Weitergabe der versicherten Karte im Betrugsdelikt ist, oder? Also, wie ich schon gesagt habe, sie wurde mir geklaut. Also, Sie kennen den Mann nicht? ACR Konstruktia. Sagt Ihnen der Name was? Ja, ja, das ist unser Subunternehmer hier. Der da. Ich komme gleich noch. Ist ja ganz schön anstrengend hier für Sie. Ach, ist okay. Ich meine wegen Ihrer Niere. Ach so. Ach, ich muss halt eben viel mehr trinken und dann geht das schon. Ich find's trotzdem hart. Ich gebe die Kommandos, die anderen arbeiten. Und wenn einer von denen zum Arzt muss, dann geben Sie ihm auch mal Ihre Versicherungskarte, damit er Hilfe kriegt. Oder? Da, vini mediata stapte puțin. Brauchen Sie mich noch? Danke. Mai Radu, lețeam zis că vini mediat. Hai mai stapte puțin. Der Wagen war hier die ganze Zeit auf dem Gelände. Mhm. Wann haben Sie denn gemerkt, dass er weg ist? Das war heute Morgen, gegen 7 Uhr. Miro Jelen, Verantwortliche bei Artia Konstruktion. Hallo. Und warum haben Sie den Wagen dann nicht als gestohlen gemeldet? Es ist kompliziert. Ich muss immer mit der Zentrale absprechen. Ich habe keine Befugnis. Und die Zentrale? Ich habe noch niemanden erreicht. Es könnte sein, dass der Tote ein Arbeiter ist. Fehlt heute irgendwer? Die Leute kommen und gehen. Aber alle meine Arbeiter sind heute da. Und das können Sie einfach so zack sagen? Ja, kann ich. Danke. Schönen Tag noch, meine Damen. Irgendwo hier ist es passiert. Das wird uns nur so keiner sagen. Deswegen schicken wir auch so schnell wie möglich die Spurensicherung hier rein. Ich habe mit den Kollegen vom Zoll gesprochen. Sie sind bereit, ein paar ihrer Leute für uns abzustellen. Der Durchsuchungsbeschluss, ohne den können wir nicht loslegen. ATR Konstruktia, also. Könnte genauso gut Gradnir Servisi oder Gradbirno Patietje sein. Sind einfach irgendwelche Namen auf dem Papier. Bald, Staatsanwaltschaft. Wirtschaftskammer. Und sehr interessiert an Ihrem Fall. ATR Konstruktia ist also eine Briefkastenfirma. Richtig. Sagt Ihnen der Name Beuker etwas? Der Bauunternehmer. Ich habe sein Schild auf der Baustelle gesehen. Beuker ist der große Fisch im Teich. Schon länger setzt das slowenische Subunternehmer ein. So hat es bis jetzt immer wieder geschafft, das Tarifvertragsgesetz zu unterwandern. Und der kann leider nicht dafür haftbar gemacht werden. Seit die Entsenderrichtlinie der EU in Kraft ist, eigentlich schon, aber wir müssen ihm den Betrug auch nachweisen. Warum ist das so schwierig?
Die Kontrollen sind kostenintensiv und das Geld wird nur bewilligt, wenn es Beweise für Vergehen gibt. Ja, also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm. Was können wir denn jetzt für Sie tun? Sollte sich herausstellen, dass der Tote illegal beschäftigt war, hätten wir den perfekten Beweis, um Burkhardt dran zu kriegen. Das klingt ein bisschen, als würde Ihnen der Tote ganz gut in den Kram passen. Nein, es tut mir leid um den Mann, aber in der Sache ist da eine Riesenchance für uns, ja. Herr Dr. Weich hat uns bereits seine Zustimmung für die Untersuchung des Geländes gegeben. Könnten wir unter vier Augen reden? Kommen Sie, nur einen Moment. Ja, von mir aus. Ich habe mich über Sie erkundigt und nur Gutes gehört. Darf ich Sie bitten, eng mit mir zusammenzuarbeiten? Im Gegenzug helfe ich Ihnen, wo ich nur kann. Das ist ein bisschen unkonventionell für einen Staatsanwalt. Ich denke, wir wollen beide das Gleiche. Ich will einen Todesfall aufklären. Sie wollen noch ganz was anderes. Wenn es so läuft, wie ich denke, dann herrscht jetzt in diesem Moment das große Aufräumen auf der Baustelle. Sie denken, wir werden nichts finden? Die sind schneller. Immer. Wissen Sie, wie frustrierend das sein kann? Wie haben Sie eigentlich so schnell von dem Fall erfahren? Sehen Sie, das meine ich. Sie stellen die richtigen Fragen, Frau Lukas. Sprechen Sie mal mit meiner Frau. Ja, genau. Es geht um die Extensionssysteme. Wirbelsäule und Knie. Genau. Bestellnummer ist 1213B402. Frau Weich? Nein, nein, dieses Quartal noch. Ja. Nein, die Röntgeneinheiten, die gehen extra. Aber das können wir ja dann besprechen, wenn die Geräte hier im Haus sind. Danke. Wir hören. Sie wollen zu mir? Guten Tag. Lukas Kribb-Rainsburg. Ihr Mann war gerade bei uns auf dem Präsidium. Ach, wollen Sie setzen? Ja, danke, gerne. Er hat von einem Anruf erzählt, den Sie bekommen haben. Es ging um einen Bauarbeiter, der hier ins Krankenhaus eingeliefert werden sollte. Na, da hat er es mit den Details nicht so genau genommen. Ich selbst habe den Anruf nicht bekommen, aber wegen dem Bauarbeiter, was wollen Sie wissen? Wir haben einen Toten gefunden, im Geißenberger Forst. Und es gibt einige Anzeichen, die darauf hindeuten, dass der Mann auf einer Baustelle gearbeitet hat, hier in Ringsburg. Hm. Ja, es kommen viele her. Manche ganz ohne Versichertenkarte, manche mit der falschen. Wir haben große Schwierigkeiten mit der Überprüfung und oft bleiben wir auch auf den Kosten sitzen. Aber als EU-Bürger hat man doch ein Recht auf Behandlung. Als EU-Bürger schon, ja. Das heißt, wir reden jetzt über illegale Arbeiter. Ja, das sind Phantome. Tausende. Sie haben keine Rechte. Und viele haben auch einfach Angst, sich behandeln zu lassen. Ihr Mann setzt sich für Sie ein. Ja, er tut sein Bestes. Wann war der Anruf? Ach, da ist sie. Sie hat den Anruf bekommen. Elena, erzähl doch mal. Frau Simonescu, was machen Sie denn hier? Elena, es geht um den Bauarbeiter, von dem du mir erzählt hast. Er ist wohl gestorben. Das ist schrecklich. Woher wissen Sie denn von ihm? Mein Mann, er hat telefoniert. Die rufen oft bei uns an, wir helfen denen. Wann war das? Gestern. Jemand hat angerufen. Moment, Sie waren gestern zu Hause mit Ihrem Mann. Und dann kam ein Anruf von der Baustelle. Ich habe nur mitgehört. Ja, aber dann weiß Ihr Mann, was passiert ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist gut möglich, dass wir Ihre Aussage noch aufnehmen müssen. Vielen Dank. Danke. Wiedersehen. Was ist denn los? Ich habe das dir erzählt. Warum sagst du das alles deinem Mann? Auch leer.
gesamte Baustelle ist abgesperrt. Hier kommt keiner mehr raus. Okay. Wenn wir mit dem Block hier durch sind, dann legen wir ja alles komplett still. Ihr kommt mit mir raus auf die Baustelle. Ich möchte genau wissen, wo und in welchem Umfang gestern und heute Arbeiten an den Armierungseisen stattgefunden haben. Okay, passt. Alles klar. Herr Simonescu, warum haben Sie mir nichts von dem Anruf gestern erzählt? Reden Sie mit mir. Wer hat Sie angerufen? Das weiß ich nicht. Ich will den Namen. Es war sehr laut. Ein Mann sei verletzt, hat er gesagt. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Ich habe ihm gesagt, er soll den Notarzt anrufen oder den St. Josef Krankenhaus fahren. Ich wusste ja nicht, was los ist. Warum hat er denn gerade Sie angerufen? Das ist ja so. Diese Menschen sind hier fremd. Die kennen sich nicht aus. Die brauchen Hilfe. Wollen Sie mir sagen, dass hier jeder auf der Baustelle Ihre Nummer hat? Das ist hier so. Kommen Sie. Hier. Das ist Ihre Nummer? Ja. Wenn Sie sich so leidenschaftlich für Ihre Arbeiter einsetzen, warum sind Sie dann nicht gleich zur Baustelle gefahren? Er hat gesagt, er ruft den Krankenwagen. Damit war es für mich erledigt. Ja, und jetzt ist ein Mensch tot. Die Phantome sind weg. Ich wette, die da sind alle sauber. Ziemlich gut durchorganisiert ihr, Herr Beuker. Vielleicht verstehen Sie mich jetzt etwas besser. Das kann doch nicht sein. Sie kennen die Missstände und können nichts dagegen tun? Sie haben gefälschte Pässe, zum Teil gefälschte Versichertenkarten. Eine Überprüfung braucht spezielles Fachpersonal, eine monatelange Vorbereitung. Das ist ein Kampf auf allen Ebenen. Das heißt, die Gesetzgebung geht nicht weit genug. Im Prinzip schon. Wenn unser Toter hier gearbeitet hat und kein EU-Bürger war, dann können wir aktiv werden und Beuker baut rankriegen. Da kommt er. Das ist Beuker. Fühlt sich unangreifbar, Frau Lukas. Wenn der fällt, ist das ein Sieg für die Namenlosen. Herr Beuker. Der Herr Staatsanwalt. Was verschafft mir denn diese Ehre? Lukas, Kripo Regensburg. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein Mann hier zu Tode gekommen ist. Was war der ganze Zirkus da? Seine Leiche wurde in einem Wagen von ATR Konstruktia gefunden. Mein Subunternehmer. Ist was faul an dem? Sagen Sie es uns. Es ist ein absolut integrer Geschäftspartner. In dessen Wagen ein toter Mann lag, bei dem davon auszugehen ist, dass er hier gearbeitet hat. Wie kommen Sie denn da drauf? Er war mit der versicherten Karte Ihres Poliers, Herrn Simonescu, beim Zahnarzt. Deutet sehr stark darauf hin, dass er hier zugange war. So ein Arbeiter, der plötzlich nicht zur Schicht erscheint, das würde auffallen. Da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es das ja auch. Wir werden das lückenlos aufklären. Ist doch klar. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Als hätte er die weißeste Weste. Man kriegt ihn einfach nicht zu fassen. Ich habe da eine Idee, wie wir vielleicht an ihn rankommen. Und die wäre? Frau Lukas! Später. Ich zähle auf Sie. Ja? In diesem Bereich wurde in den letzten 2 Tagen Beton gegossen. Blutspuren? Manier, frisch zugegossen, heute Morgen. Ja, aber warum wurde die Leiche dann nicht gleich einbetoniert? Das wäre die sauberste Lösung gewesen. Stimmt. Hat Pauli sich schon gemeldet? Er wartet uns bereits. Todeszeitpunkt gestern zwischen 16 und 19 Uhr. Die serologische Untersuchung war nicht ganz einfach. Er hat kaum Blut im Körper. Das war letztendlich auch die Todesursache. Er ist verblutet. Das Eisen selbst hat keine lebenswichtigen Organe verletzt, nicht mal eine große Vene. War er mit der Verletzung in ärztlicher Behandlung? Ausgeschlossen. Den hat auch kein Sani aus der Baugrube gezogen. Jeder mit medizinischem Halbwissen hätte das Eisen im Körper belassen, um es wie einen Korken auf der Wunde zu haben. Der Korken wurde aber gezogen. Muss eine Riesensauerei gewesen sein. Hier hat ihn das Eisen durchbohrt. An die 3 Liter Blut muss er verloren haben. Nachdem er verblutet war, hat man die Wunde zugeklebt. Im Auto haben wir keinerlei Blutspuren gefunden. 3 Liter Blut? Das muss doch ewig gedauert haben. Ja, schwer zu sagen.
ungefähr eine Stunde, bei vollem Bewusstsein. Das heißt, er wurde vom Eisen gezogen und dann hat er ungefähr noch eine Stunde gelebt. Davon gehe ich aus, ja. Die Hämatome übrigens, die hatte sich ungefähr eine Woche vor seinem Tod zugezogen. Die Art der Verletzung deutet auf Schläge mit einem harten Gegenstand hin. Die Kleidung ist völlig unversehrt. Er muss also umgezogen worden sein. Gewaschen wurde er auch. Also nach kaltblütigen Killer sieht das jetzt nicht aus, oder? Die wollten den nach Hause bringen. In seine Heimat. Christian. Hallo. Guten Tag, Frau Walch. Na, das nenne ich Service. Ja, liegt ja fast auf dem Weg. Stimmt gar nicht, Lügner. Was ist da los? Biene. Machst du auch Feierabend? Nee, ich mach noch schnell die Post fertig. Dann bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Mensch, bis zum nächsten Mal. Sie haben ja einen rasanten Fahrstil. Frau Kommissarin, ja, ich bin spät. Die Autobahn war komplett zu. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, bis ich hier war. Das ist Ihnen doch bestimmt auch so gegangen. Frau Lukas, schön, dass Sie es einrichten konnten. Hallo, Schatz. Hallo. Ich weiß, es ist ein ungewöhnlicher Ort, aber Bea und ich, wir haben unsere festen Termine und die halten wir gerne ein. Ja. Also, wir können den Termin auch gerne verschieben. Das nein, ist. Aber es dauert ja auch nicht lange. Nein, 2 Minuten. Gehst du schon mal vor? Mhm. Ja. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Hör ich auch wirklich nicht? Nein, nein. Sie ist nur manchmal ein bisschen durcheinander. Ihre Psyche, sie kann nicht immer so, wie sie will. Und sie ist schon länger in Therapie. Um was geht's denn? Ich habe noch mal nachgedacht über das, was Sie gesagt haben. Dass Beuker so schwer zu fassen ist. Was, wenn wir von innen rangehen? Wie meinen Sie das? Ich denke, eine verdeckte Ermittlung. Und was genau erhoffen Sie sich davon? Auf offiziellem Weg kriegen wir keinen der Arbeiter zum Reden. Aber intern, auf der Baustelle, ist der Todesfall ganz sicher ein Thema. Wenn es wirklich stimmt, dass aufgeräumt wurde, dann braucht Beuker jetzt ganz dringend neue Leute bei der Masse an Arbeit, die er heute verloren hat. Und dass wir unsere Chance, jemanden einzuschleusen. Was brauchen Sie von mir? Ich brauche Ihre Bewilligung. Kriegen Sie. Spätestens morgen früh. War's das? Das war's. Ich wusste, dass ich bei Ihnen an der richtigen Adresse bin. Frau Lukas? Ja? Wenn Sie Beuker noch mal befragen, ich wäre schon gern dabei. In Ordnung. An die Ausgangslinie! Ab! Magazin entnehmen. Sicherheit. Sicherheit. Herr Brauer, Telefon für Sie. Wie stellen Sie sich das vor? Okay. Und wenn Sie das sagen, alles klar. Verlassen uns? Ja. Ich muss wieder zurück. Hatte mich gerade an Sie gewöhnt. Max? Oh, Frau Lukas.
Das sieht ja wirklich gefährlich hier aus. Ja, nur, dass wir nicht anzeigen, wenn was passiert, gell? Sie rutschen aus, bums, haut es die Treppen runter und ich bin dran und darf dann zahlen, ne? Was soll denn das werden, wenn's fertig ist? Ausbesserarbeiten zu Ihrer Sicherheit. Ist das nicht ein bisschen sportlich für Sie? Ernst, Frau Lukas? Ich hab seinerzeit fast im Alleingang den halben Dom restauriert, da werde ich doch so ein Treppenhaus noch auf Vordermann bringen können. Gell? Natürlich, wie konnte ich fragen? Ja, früher habe ich sowas natürlich in Auftrag gegeben, da waren ja noch die Tschechen da. Aber wo sonst ist es abgeblieben? Die Tschechen, ist ja keiner mehr da, der einem mal kurz sowas macht. Die Polizei auf der Leiter. Ja, sehr lustig. Vorsicht! Komm nicht. Bitte sehr, die Dame. Oder soll ich es hochtragen? Schon gut, Max. Gute Nacht. Ja, Vorsicht. So geht das hier jeden Tag. Direkt vor unseren Augen. Dagegen gibt es kein Gesetz. Christian Simionescu, Polier. Ich bin sicher, dass er in Ansätzen weiß, was passiert ist. Und das Miro Jelen, sein slowenischer Subunternehmer. Ja, pass. Finden Sie raus, wie die Bauarbeiter organisiert sind, wie die Arbeitsbedingungen sind und ob es Konflikte unter den Arbeitern gibt. Irgendjemand muss die Identität des Toten kennen. Das ist eine ganze Menge. Wenn das einer schafft, dann Sie. Das meine ich ernst. Mama. Guten Morgen. Ich habe mir Beukerbaum mal genauer angeschaut. Um seine Aufträge bedienen zu können, hat er mehrere Subunternehmer. Alle mit Sitz in Ljubljana. Haben Sie mal die Adressen verglichen? Ja. Eine und dieselbe. Da hängen sicher eine Menge Briefkästen an der Tür. Was hat denn die Befragung auf der Baustelle ergeben? Erschreckend wenig. Keiner hat was Auffälliges bemerkt. Scheint alles normal zu sein. Bisschen zu normal, wenn Sie mich fragen. Buchhaltung ist absolut sauber. Lohn, Abrechnung, alles total im grünen Bereich. Tja, dann hoffen wir mal, dass Tom etwas mehr rausfindet. Sagen Sie mir, er soll vorsichtig sein, ja? Ja, das wird er schon. Ach so, Herr Nöten will noch mal mit Ihnen sprechen. War ja klar. Bis später. Deine Eigenmächtigkeit, die wird langsam zum Problem, Ellen. Wir mussten schnell handeln, Boris, sonst hätte ich Tom da nicht mehr reingekriegt. Aber das hättest du vorher mit mir absprechen müssen und das weißt du. Was, wenn ihm was passiert? Der Bauträger von diesem Projekt Seidenfaden ist die Stadt Regensburg. Das weiß ich. Du hättest doch niemals einer verdeckten Ermittlung zugestimmt. Du hast das Bauamt im Nacken. Ach, wirfst du mir jetzt etwa vor, dass ich mich an die Vorschriften halte? Natürlich muss ich die Konsequenzen solch einer Aktion durchdenken. Und ob es sinnvoll ist, völlig überhastet zu agieren. Kollege Walch hat nicht solche Probleme damit. Der ist auch bekannt dafür, dass er sich gern mit den Großen anlegt. Und er hat dich in deinem Stolz verletzt. Oh. Boris, da greift endlich mal einer durch und das finde ich gut. Gut, dann greife ich jetzt auch mal durch. Ich werde Tom entgegen meiner Bedenken nicht von der Aktion abziehen, damit er uns endlich mal ein klares Bild von der Situation auf der Baustelle verschafft. Das ist genau unser Plan. Und von dir erwarte ich, dass du ab sofort jede Aktion mit mir absprichst, klar? Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, voller Ernst. Ach, Boris. Wie arm. Thank you.
Hallo, meine Herren. Okay, ich brauche jetzt zwei Eisenflechter. Da. Ja, hier. Okay. Stolare, Imali. Holzbau. Am Fassade. Okay, Fassadenbau. Ja. Okay, ihr zwei. Und dann Hilfsarbeiter. Okay, du kommst mit mir. Christian, der geht mit dem Sino. Warum soll ich das denn schon wieder machen? Weil ich so gesagt habe. Scheiße, Mann, wir müssen hier fertig werden. Ich kriege immer diese Amateure. Hey, stopp. Kein Streit. Das wollen wir heute nicht ausdiskutieren. Komm, du gehst mit ihr mit und er sagt dir auch gleich, was du zu tun hast, nicht? Wenn irgendwas ist, ich bin bis 16 Uhr hier. Ansonsten am Container drüben hängt meine Telefonnummer. Die Eisenflechter, mitkommen. Du kommst mit mir. Immer hier die neuen anlernen. Fünf bis sechs Jahre vor Ort. Mein Vater hat den Betrieb aufgebaut nach dem Krieg. Harte Arbeit. Mit nichts angefangen als am Handmixer. Und heute brummt das Geschäft wie nie. Das muss man ihnen lassen. Wir haben Sonderkonjunktur. Die Nachfrage ist da. Aber wenn Sie meinen, es entschärft den Druck bei der Auftragsvergabe. Weit gefehlt. Die Stadt will so billig wie möglich bauen. Das schafft man nur mit Männern, die unter Tarif arbeiten. Nein. Meine Verträge sind sauber. Auch die von meinen Subunternehmern. Ich muss Ihnen nicht erklären, dass ich persönlich dafür hafte. Was sind Verträge wert, die nicht eingehalten werden? Chance, um uns herum entstehen überwiegend Sozialwohnungen. Das bedeutet eine Menge Wohnraum für die Sorte Mensch, die am Ende vom Monat aufs Konto schaut und froh ist, wenn noch ein bisschen was drauf ist. Bei denen eben Wohnpreise, die gerade für Immobilien aufgerufen werden, ist der Seidenfaden ein absoluter Gewinn für die Stadt und deren Menschen. Ist alles gut und schön, aber jetzt haben wir einen Toten. Sie wurden vorgestern gegen 16.30 Uhr aus dem Container auf E4 angerufen. Ihr werdet ständig aus irgendwelchen Containern angerufen. Um was ging's denn da? Jedenfalls nicht um Ihren Toten. Herr Beuker, wo waren Sie, als dieser Anruf kam? In Deggendorf, auf einer Veranstaltung der Bauinnung. Und wie lange waren Sie da? Die Veranstaltung ging bis 19 Uhr. Gibt's dafür Zeugen? Eine ganze Menge, ja. Das Telefonat hat circa 5 Minuten gedauert. Daran müssen Sie sich doch erinnern. Lang. Sorry. Ihr Polier hat ausgesagt, er hätte einen Anruf wegen eines Verletzten bekommen. Und zwar direkt vor Ihrem Anruf. Tut mir leid. Vielleicht hilft Ihnen das ja auf die Sprünge. Heute Morgen hatte ich ein ganz interessantes Gespräch mit dem Baudezernenten und ich habe ihm nahegelegt, die Baustelle vorübergehend zu schließen. Überprüfung Ihrer Bücher inklusive. Das kriegen Sie niemals durch. Bei der gestrigen Untersuchung waren 67 Arbeiter anwesend. Bei einem Bedarf von über 100. Das ist eine Diskrepanz, bei der selbst die offiziellen Stellen ins Grübeln kommen. Tun uns mal gefallen und bringen Sie den von hier weg, ja? Wie erklären Sie sich denn die Diskrepanz? Von nun an wenden Sie sich bitte an meinen Anwalt. Und jetzt verlassen Sie das Gelände. Das muss weg. Schließung der Baustelle. Ist das realistisch? Das bringt ja nichts, Beuker zu drohen. Ich habe bei der Bauaufsicht vorgefühlt. Sie wollen sich drum kümmern, was nichts heißt. Wie er schon sagte, Wohnraum ist knapp. Der Druck ist enorm. Das spielt ihm in die Hände. Eine Schließung der Baustelle würde unsere Ermittlung sehr erschweren. Ja, da haben Sie recht. Tut mir leid. Wo stehen Sie? Ich bin mit dem Taxi gekommen. Soll ich Sie zum Landgericht zurückfahren? Das ist nicht nötig. Ich muss eh nach Hause. Und dann fahre ich Sie eben dahin. Ich fahre gern mit dem Taxi. Na, kommen Sie schon. Gut, danke. Sie fahren nicht so gerne selber? Hm? Weil Sie immer mit dem Taxi fahren, haben Sie keinen Führerschein? Oder mussten Sie ihn abgeben? Wie haben Sie das denn angestellt? Autobahn, Baustelle. Unübersichtliche Situation. Aber so schnell ist der Führerschein ja nicht weg. Das Tempolimitschild war schlecht angebracht. Wie viel drüber? 45. 45 Stundenkilometer? Bei welchem Tempo? Wie gesagt, es war eine blöde Stelle. Ich konnte nichts dafür. Klar, natürlich. Also los. Können wir es bitte lassen? Thank you.
komisch, ne? So viele Neue hier sind. Komisch, ne? Ein Neuer, der sich über die Neuen wundert. Passiere am Abend fertig. Ich gebe die Kommandos, du fährst aus. Klar. Vielen Dank. Bis dann. Ja, genau. Nein, nein, ich habe schon angerufen. Ja. Ja. Spätestens übermorgen. Okay. Ich melde mich, ne? Ja, tschüss. Hey. Bea, du denkst an unsere Verabredung? Ja, ich weiß. Ja, ich brauche dich heute unbedingt bei deiner Jetzt. Genau, ich muss nur noch die Abrechnung heute fertig machen. Ja, dann. In einer halben Stunde. Aber das schaffe ich nicht. Was soll das? Nein, das muss... Oh, Liebling, Bea, es muss heute... Natürlich kommst du. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch hier nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Du bist in einer halben Stunde da, ist das klar? Nein, 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 ist okay. Ist okay, ist ja, gut. Ja, ich freue mich. Tschüss. Du kannst nicht immer so tun, als wäre nichts. Tust du mir bitte einen Gefallen und lässt mich das entscheiden, ja? Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Bitte. Ja. Okay. Danke dir. Es sind auch nur die drei Obersten, ja? Mhm. Ja, es ist alles okay. Es ist einfach nur ein bisschen viel gerade. Okay. Ja, bis morgen. Tschüss. Habe ich mir mal die Überwachungsvideos von der Baustelle noch mal genau angeschaut. Also 0.30 Uhr, unser Wagen verlässt die Baustelle. Passt genau ins Zeitprofil. Haben Sie die beiden schon identifiziert? Nein, noch nicht, aber ich habe Tom einen Screenshot geschickt. Vielleicht findet der ja was raus. Okay. So, aber jetzt hier. 16.54 Uhr, gute 7 Stunden vorher, knappe halbe Stunde nach den Anrufen aus dem Container. Dieser Wagen wurde gestern noch, bevor wir auf der Baustelle waren, als gestohlen gemeldet. Und zwar von Herrn Beuker höchstpersönlich. Ein zweiter Wagen? Ja. Das würde ja erklären, warum Pauli keine Blutspuren im Fluchtwagen gefunden hat. Ich habe einfach mal alles Bildmaterial zusammengesucht, was ich so finden konnte. Und zwar zwischen der Baustelle und dem St. Josef Krankenhaus. So, der Wagen hält zunächst Kurs auf St. Josef. Hier 17.01 Uhr, Grasser Straße. Da. Mhm. Hier auf der Glänzestraße. Und 17.08 Uhr, Kartauserstraße. Und jetzt müsste er eigentlich hier wieder in Erscheinung treten. Ungefähr eine Minute später. Tut er aber nicht. Erst um 18.02 Uhr. Eine Stunde später? Ja, hat er gewendet und kommt um 18.24 Uhr wieder bei der Baustelle an. Fahndung nach dem Transporter läuft. Haben Sie Beukers Alibi überprüft? Also, sein Termin in Deggendorf ging bis 19 Uhr. Aber sein Vortrag war schon um 15.30 Uhr vorbei. Das heißt, er hätte hier vor Ort sein können? Auf jeden Fall. Zwischen Regensburg und Deggendorf, 50 Minuten Fahrzeit. Gute Arbeit. Danke. Das muss einfach... Achtung! Cattino, indifficiente! Cattino, indifficiente! Chi sono?
Alles okay? Ja, alles okay. Danke. Der Wagen muss hier gehalten haben. Hier ist aber nichts. Wenn der Mann in dem Wagen war, dann ist er hier gestorben. Volker ist näher dran an der Sache, als ich dachte. Wir müssen diesen Wagen finden. Herr Walch, Lukas hier. Können wir uns treffen? Ich bin den ganzen Tag am Gericht, aber gegen 20 Uhr im Restaurant Altstadt. Das machen wir jetzt immer. Wir kommen jetzt immer hier, jeden Tag. Immer. Ja. Jeden Tag. Jeden Tag. Mittags und abends. Hervorragend. War deine Idee. Lass sie doch so sagen. Ja, das ist. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen froh. Nein, das ist wunderbar. Kommen Sie, setzen Sie sich. Und Sie? Und wir nehmen noch ein Glas, bitte. Nein, ich möchte nicht. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, Bea isst nur noch schnell auf. Ja, klar, macht mir nichts aus. Ich muss Ihnen mal sagen. Ich bin sehr froh, mit Ihnen zu arbeiten. Sie sind Prinzipien, das gefällt mir. Bea, du weißt ja, wie sehr mich diese Sache mit Beukerbauer umtreibt. Sie hat schon viel mitgemacht, deswegen. Was ist mit Ihnen? Gibt es niemanden, auf den Sie Rücksicht nehmen müssen? Nein, ich lebe allein. Hm. Ja, Sie sind eine starke, selbstständige Frau. Ich möchte nicht, dass Sie sich meinetwegen hetzen müssen. Mhm. Vielleicht sehen wir uns lieber morgen im Präsidium. 9 Uhr, wäre das okay? Ja, ich bin schon fertig. Schönen Abend noch. Ich bin fertig. Hey, das kam mir gerade seltsam vor, ne? Aber wir machen das immer so, Bea und ich, wir setzen Prioritäten. Und meine Priorität ist im Moment ganz klar Beukerbau. Und Sie sind diejenige, die mir dabei helfen kann. Sagen Sie mir doch, warum Sie angerufen haben, dann bin ich gleich wieder weg. Versprochen. Beuker hängt ziemlich sicher drin in dem Fall. Beim jetzigen Informationsstand können wir ihn als Tatverdächtigen führen. Ich muss Ihnen ja wohl nicht sagen, dass das die Maßnahmen ermöglicht, die Sie sich wünschen. Wir könnten theoretisch sogar seine Privaträume durchsuchen. Machen Sie den Beschluss fertig, dann schicke ich morgen unsere Leute rein. Darauf habe ich 2 Jahre hingearbeitet. Entschuldigung. Ja. Danke. Ja, Tom? Okay, ich muss schnell machen. Ja, dann los. Es gibt hier klare Hierarchien. Arbeiter der ersten Klasse sind die alteingesessenen Deutschen. Die machen ihr eigenes Ding. Die EU-Ausländer, 2. Klasse, bei denen bin ich jetzt. Alle mit anständigen Verträgen und Krankenversicherungen. Soweit so gut, aber es gibt eben auch die Illegalen. Laut Zino, also den ich hier einarbeite, haben sie keine Rechte, sind nicht versichert und kriegen ihren Lohn entweder nur teilweise oder oft auch gar nicht ausbezahlt. Haben Sie mit einem von denen reden können? Sie sind alle ausgeflogen. Folgendes, offenbar hat vor kurzem eine Gruppe Albaner richtig Stress gemacht. Die haben seit Monaten keinen Lohn mehr bekommen. Ein paar haben lautstark protestiert, einer wollte an die Presse gehen. Ja. Und das hat die Privilegierten auf den Plan gerufen, die hier in Ruhe arbeiten wollen. Das ist ein richtiger Klassenkampf. Was ist denn dann passiert? Boah, der wurde komplett auseinandergenommen, zusammengekloppt, bis Ruhe war. Der Tote hatte Verletzungen, Kampfspuren. Ja, vielleicht wollte er ja auspacken und jemand hat ein Exempel statuiert, damit er schön ruhig bleibt. Was ist mit Simonescu? Haben Sie da irgendwas rausgefunden? Na, definitiv die rote Seelinge. Ja. Wird von allen gemocht. Na, wenn es einen Kampf gab, dann muss er davon wissen. Ich muss jetzt Schluss machen. Tom! Was machst du denn da? Ich muss mal pissen. Wie bleibt es denn da? Sie haben mich komplett abgefüllt. Ja. Schon okay.
stimmt was nicht. Wenn dich der Baudezernent um 19.30 Uhr anruft, kannst du davon ausgehen, dass was nicht stimmt. Wir haben Fehler gemacht. Wir? Du, Christian, du hast die Fehler gemacht. Die sollen aufhören, Fragen zu stellen. Das sind deutsche Beamte, die hören nicht so schnell auf. Und dabei ist dieser Sauhund von einem Staatsanwalt ist das Schlimmste von allen. Wir geben den Leuten Arbeit, wir sorgen für Wohnraum. Und was macht der? Schmeißt uns einen Knüppel zwischen die Beine. Der hat's auf uns abgesehen. Der sucht so lang, bis er was findet. Wenn wir nicht aufhalten. Was meinst du denn damit? Da gibt's vielleicht eine Möglichkeit. Und die wäre? Max, alles okay? Eine kleine Verschnaufpause. Fällt Ihnen auch mal gut. Wie lange dauert denn der Mist hier noch? Schauen Sie doch mal die Wand an, das ist doch ruinös. Und die Dielen, die quietschen nicht, die kreischen förmlich, die rauben mir den Schlaf. Wie wär's denn mal mit einem lokalen Handwerker? Mit ordentlichen Stundenlohn, Wenn ich so denken würde wie Sie, dann wäre ich längst ruiniert. Ich beteilige mich doch an den Kosten. Ach, Frau Lukas, es geht doch gar nicht um die Kosten. Die Arbeit muss gemacht werden. Ja, wenn Sie allerdings das Wochenende ein paar Stunden erübrigen könnten, mir beim Schleifen zu helfen, dann sage ich nicht nein. Wie, ich soll jetzt auf dem Boden rumkriechen und das Holz abschleifen, oder was? Zahle Ihnen 12,50 Euro die Stunde, ist doch kein schlechter Lohn für eine Polizistin. Nein, Max, einfach nein. Schwarz. Vorsicht. Zu alt. Kennen Sie zufällig einen Kollegen, ja, der junger ist und der sowas kann? Schon, aber der ist auf einer anderen Baustelle. Der Wagen ist von Beuker. Er wurde am Tatabend als gestohlen gemeldet. Und jetzt steht er auf dem Schrottplatz in Bad Abbach. Ja, das sind Indizien. Beuker hat kein Alibi. Wir kennen immer noch nicht die Identität des Toten. Wir haben keinen Tatort. Nicht mal einen groben Tathergang haben wir. Und jetzt willst du da die versammelte Mannschaft reinschicken? Das ist der Grund. Wir haben nichts in der Hand, Boris. Das ist unser Problem. Und was genau erhoffst du dir damit? Wenn wir Beuker wegen illegaler Beschäftigung unter Druck setzen, dann wird er mit ziemlicher Sicherheit nervös werden. Und selbst wenn er nicht direkt involviert ist, er wird wissen, was passiert ist. Handelt es sich eigentlich noch wirklich um ein aufrichtiges Interesse an dem Fall oder geht es dir in Wirklichkeit um ganz was anderes? Natürlich geht es um den Fall. Und um Gerechtigkeit für unterbezahlte Arbeiter? Was ist mit dem Staatsanwalt? Er müsste sich jeden Moment melden. Also gut. Wenn Dr. Weich dabei ist, dann steht ihm von meiner Seite auch nichts mehr im Weg. Okay? Verstehe. Das ist Rocco. Was ist denn das? Der Albaner? Kümmere dich nicht drum. Komm, Mensch.
Los, machst du viel Pausen? Ich muss mal pissen, ne? Wir sind auf Kanal 5. Bitte alle noch mal prüfen, ob die Kanäle richtig eingestellt sind. Mit jedem Moment los. Hier ist ein Ziel. Geht nicht ran. Ja, vielleicht ist er in der Verhandlung. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Zielobjekt sind die Container von Volkerbau. Auf der rechten Seite vom Gelände. Also das ist bei der Fischchen. Alles in Ordnung. Kuschete. Sprechen Sie Deutsch? Chapodan. Chapolypto. Ich bin von der Polizei. Ich will mit Ihnen sprechen. Was wollen? Hier. Kennen Sie diesen Mann? Haben Sie und er gegen die schlechten Arbeitsbedingungen auf der Baustelle protestiert? Ich kann euch jetzt auch nicht mehr sagen. Wir müssen einfach noch warten. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ja, aber wir haben auch langsam keine Zeit mehr. Ich meine, ohne Durchsuchungsbeschluss oder was? Ich fahr ihn holen. Ihr bleibt so, wie ihr seid, auf Standby. Was heißt das jetzt? Na, Standby heißt Standby, oder? Mich erschreckt. Was machst du hier? Du willst mich verlassen. Wie kommst du darauf? Bin ich dir nicht gut genug? Ach, Liebling. Warum hintergehst du mich? Das tue ich doch gar nicht. Du willst mich schon lange verlassen. Wovon redest du denn? Du hast Fotos gemacht? Um mich anzuzeigen? Wo hast du die? Volker hat einen ganzen Ordner davon. Ich schwör dir, ich habe niemand was gegeben. Schau mich an. Warum? Ich wollte dich nicht verlassen. Niemals. Warum hast du dann diese Fotos gemacht? Niemals.
Datum. Sie hatten recht. Die verdeckte Ermittlung war ein voller Erfolg. Wir haben den Bruder des Toten. Das sind gute Nachrichten. Super. Wir sehen uns auf dem Präsidium. Alles klar. Bis gleich. Ich versuche zu retten, was noch zu retten ist. Aber du kannst doch nicht so einfach... Hallo? Bine, vino repede acasă, da? Ich muss schnell mal weg hier. Okay. Hat er Ihnen was erzählt? Nur, dass sein Bruder Zeff heißt und ein guter Mensch war. Das heißt, es wird ziemlich schwierig, was aus ihm rauszukriegen. Gut möglich, dass er Schweigegeld kassiert hat. Sonst was Neues? Der sichergestellte Wagen ist durchtränkt mit Blut und steuert die gleichen DNA-Spuren wie an der Leiche. Das ist ein echter Treffer. Erklärt aber immer noch nicht, warum der Wagen so lange in der Parkbucht stand. Wie geht es ihm? Redet nicht. Guten Tag, Herr Nikolas. Ich bin Kommissarin Lukas und ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Ich bin Kommissarin Lukas. Ich bin Mülchenikte. Sie machen sicher jetzt eine schwere Zeit durch. Können Sie mir sagen, wie Ihr Bruder ums Leben gekommen ist? Mit Sicherheit, ich nehme die Kalonie kurz und tiefstier. Aber ich möchte mich nicht auf die Gläubige auf. Wie haben Sie die letzten Tage verbracht? Nachdem wir den Wagen angehalten haben und Sie geflohen sind, wo sind Sie dahin? Was haben Sie da gemacht? Haben Sie sich versteckt? Ich kann Ihnen versichern, dass Sie hier sicher sind. Aber solange wir nicht wissen, was passiert ist, muss ich Sie hier behalten. Ist das in Ordnung für Sie? Hey! Ach, ich weiß genau, was Sie sagen wollen. Es tut mir leid. Ich habe meine Rechtsmeinung geändert. Warum? Ach, Boyka mit diesem Toten in Verbindung zu bringen, das schien mir bei näherer Betrachtung doch zu gewagt. Woher diese Meinungsänderung? Faktisch haben wir nichts gegen ihn in der Hand. Ich war bei Ihnen zu Hause. Schade, haben uns verpasst. Sie waren nicht zufällig da, oder? Wie kommen Sie darauf? Ich habe stundenlang versucht, Sie zu erreichen. Wo waren Sie? Hören Sie mir mal zu. Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Ja? Jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe einen Termin bei Herrn Nürten. Ich würde ganz gerne mit ihm alleine sprechen. Ich soll mich über ihn hinwegsetzen? Erst rennt er uns die Bude ein, dann lässt er die Verfolgung einschlafen. Er ist der Staatsanwalt. Warum mischt er erst das halbe Präsidium auf, um Beuker dran zu kriegen? Und kurz bevor wir ihn haben, lässt er ihn vom Haken. Staatsanwälte denken eben anders. Vielleicht hat er juristische Bedenken oder was weiß ich. Boris, das ist der Typ Mann, der gewohnt ist, zu kriegen, was er will. Das passiert dem nicht einfach. Da stimmt was nicht. Liefer mir ein Indiz, dass wir auf der richtigen Spur sind. Ein einziges, okay? Und dann schaue ich, was ich tun kann. Thank you.
Ich muss sie nach Hause bringen. Wir helfen Ihnen dabei. Ich war nicht da. Das ist meine Schuld, ich war nicht da. Er hat Probleme mit Bauleitung gehabt und andere auch. Immer Überstunden machen, Überstunden, Überstunden, weil Strafe und normal zur Zutane. Normal zur Hauptdeckmaschine, eine Göppe oder eine Wurst. Er meint, es sei kein Wunder, dass er gestürzt ist. Er hat sich an einem Schlauch verfangen und ist rückwärts runtergefallen in eine Grube. Er ist gestürzt. Als Sie informiert wurden, war er schon tot. Wer hat ihn informiert? Ushuka informiert. Mein Kollege hat beobachtet, dass Sie mit Miro Jelen diskutiert haben. Um was ging es da? Miro Jelen hat gesagt, nach einem Vermutung, dass Sefik abdecke, dass sie mal Augusta mal spät mich tut. Er ist gekommen und meinte, dass Sef tot ist und dass sie verschwinden müssen. Was ist dann passiert? Er hat ihm und seinem Cousin ein Auto angeboten und sie sollten zurück nach Albanien. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Polizei? Polizei? Ohne Polizei muss ich. Ich muss ohne Polizei. In die Kauf kann man schon drehen, Saune. Er meint, er sei niemand hier. Ein Tier hat mehr Rechte als er. Sieben Monate habe ich gearbeitet. 7 Monate, nur für 2 Monate Geld bekommen. Wo ist Geld? Wo? Ich verspreche Ihnen, dass wir die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen werden. Und wir werden uns um die Überführung Ihres Bruders nach Albanien kümmern. Er kommt nach Hause. Boris, damit haben wir, was du wolltest. Der Bruder hat eine Aussage gemacht. Aufgrund der Annahme, dass auf Ihrer Baustelle ein illegal beschäftigter Arbeitnehmer zu Tode gekommen ist, werden wir jetzt die Örtlichkeit durchsuchen und eventuell belastendes Material beschlagnahmen. Dafür brauchen Sie Zustimmung der Staatsanwaltschaft oder die des Abteilungsleiters der mittleren Polizeibehörden. § 105 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 Strafprozessordnung. Nöten, Klippe Ringsburg. Freut mich, Herr Beuker, dass wir uns endlich mal persönlich kennenlernen. Ich nehme mir Beukers Wagen vor. Was ist? Sie ist komplett krank. Zehnter. Dritter, neunter. Das geht schon richtig lang so. Der erste Eintrag ist über 9 Monate her. Das hat sie alles so genau dokumentiert? Es wird betroffenen Frauen geraten, dass sie die Verletzung dokumentieren. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter beurteilt wird. Das meiste hier hat sie allerdings selbst, also ohne Zeugen, dokumentiert. Was muss denn noch passieren, dass sie sich trennt? Unterschätzen Sie nicht die emotionale Abhängigkeit. Die Scham. Die Angst vor Bestrafung, vor Rache. Ist ja auch nicht ohne Grund. Wie oft bleiben die Männer auf freiem Fuß? Und wir haben ihm noch schön brav zugearbeitet. Auf jeden Fall, das macht Walch hochgradig erpressbar. Und deswegen die Kehrtwende. Das wäre eine Erklärung. Aber wo hat denn der Beuker diesen Ordner her? Christian, ich rede mit dir. Ich hatte keine Wahl. Die haben mich unter Druck gesetzt.
Dafür kann Bea doch nichts. Das war das Einzige, was uns dann noch retten kann. Ich hätte dir das von Bea nie erzählen dürfen. Damit hast du ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ellen. Da musst du. Lass ihn. Hi. Gata! Frau Weich, sind Sie allein zu Hause? Ja, warum? Lassen Sie mich bitte rein. Ich bin ein bisschen krank. Hören Sie, ich will nicht lange herumreden. Ich habe Fotos gesehen. Und die zeigen Verletzungen, die Ihr Mann Ihnen zugefügt hat. Ich weiß also Bescheid. Dass diese Fotos in Umlauf sind, bedeutet für Sie, dass Sie möglicherweise in großer Gefahr sind. Ihrem Mann ist sein öffentliches Ansehen sehr wichtig. Und wenn er das jetzt verliert, wird er mit Sicherheit sehr wütend auf Sie sein. Frau Walch, ich denke, Sie kennen die Wege und Möglichkeiten, wie man sich Hilfe holen kann. Die Frauenhäuser der Stadt bieten sehr gute Beratungsstellen. Aber Sie könnten da auch eine Zeit lang leben. Ja, ich kenne die Angebote. Dass Sie diese Fotos haben, diese Dokumentation, ist von großem Vorteil für Sie. Damit können Sie Ihren Mann gesetzlich belangen und Sie können ihn auch auf Abstand halten. Aber bis zu einer möglichen richterlichen Anordnung wird es eine Weile dauern. Ich rate Ihnen fürs Erste, suchen Sie einen Platz, wo Sie sicher sind. Soll ich hier ausziehen, oder? Gibt es einen solchen Platz? Familie, Freunde, Verwandte. Das ist Ihr Mann. Frau Walch, ich verspreche Ihnen, Ihren Fall so diskret wie möglich zu behandeln. Aber die Fotos sind jetzt Teil einer Ermittlung, die sich gegen Ihren Mann richten kann. Ich werde Ihnen jetzt etwas Zeit verschaffen, 2 Stunden vielleicht, 3. In Ihrem eigenen Interesse suchen Sie einen sicheren Ort für sich. Bitte! Hallo? Was meinen Sie denn hier? Ich habe Sie gesucht. Dafür gibt's doch Telefon. Die Sie ja offenbar seit gestern nicht mehr benutzen. Ich habe gute Neuigkeiten für Sie. Wir haben Beuker hochgenommen. Aktuell werden die beschlagnahmten Dokumente aufs Präsidium gebracht. Und ich dachte, Sie wollten dabei sein. Das ging ja schnell jetzt. Kommen Sie. Ist sowieso niemand zu Hause. Haben Sie denn was gefunden bei der Durchsuchung? So weit sind wir noch nicht. Ich wollte Sie nur schnellstmöglich benachrichtigen, damit Sie sich einen Überblick verschaffen können. Ich dachte, Sie sind sauer auf mich. Im Durchsuchungsbeschluss haben Sie mich ganz schön aufwerfen lassen. Aber ich muss ja nicht das Gleiche mit Ihnen machen. Und am Ende sollten persönliche Befindlichkeiten doch keine Rolle spielen, oder? Kollegen, ganz kurz. Das ist Dr. Walch, der zuständige Staatsanwalt. Er würde sich gerne einen Überblick über unsere Ermittlungen im Beukerbau-Fall verschaffen. Ich bitte Sie. Bringen Sie ihn auf den neuesten Stand. Gewähren Sie ihm einen Einblick in Ihre Arbeit. Ja? Danke. Guten Tag. Stammt das gesamte Material aus Beukers Büro? Büro und Baustelle. Halt ihn hier und bleib dran an ihm. Pass auf, dass er keine Beweisstücke einsteckt. Ellen, das geht so nicht. Halt ihn hier. Je länger, desto besser. Das ist doch ein Witz. Mein Mandant hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wie kommen Sie dazu, ihn festzusetzen? Schwarzarbeit, Betrug, Erpressung, Vertuschung. Hinzu kommt der Tod eines Arbeiters. Und inwieweit Sie da direkt involviert sind, das wollen wir heute klären. Sie haben angegeben, am Dienstag bis 19 Uhr in Deckendorf gewesen zu sein. Laut den Aussagen mehrerer Teilnehmer haben Sie die Veranstaltung bereits um 15.30 Uhr verlassen. Wo waren Sie denn in den 3,5 Stunden? Mein Mandant wird sich dazu nicht äußern.
Geben Sie zu, dass Sie informiert worden sind, dass Zef Nikolas auf der Baustelle gestürzt ist und sich schwer verletzt hat? Haben Sie aktiv verhindert, dass ihm geholfen wurde? Wie kommen Sie denn auf diese haarsträubenden Vorwürfe? Nichts davon ist faktisch untermauert. Die Ärmsten der Armen systematisch ausnutzen, sie wie den letzten Dreck behandeln. Über Jahre. Und jetzt sitzen Sie hier und verstecken sich hinter Ihrem Anwalt? Gott, wie erbärmlich. Zef Nikolas ist tot, das ist nicht mehr zu ändern. Aber ich verspreche Ihnen, dass sein Tod Ihr ausbeuterisches Betrugssystem beenden wird. Sie überschreiten Sie aber Ihre Grenzen, Frau Lukas. Ja, habe ich schon gehört. Wie? Wie wollen Sie mich denn drankriegen? Keiner wird gegen mich aussagen. Glauben Sie wirklich, irgendjemand von Ihren fragwürdigen Zeugen wird freiwillig sein Leben ruinieren? Nur weil Sie kein Gewissen haben, heißt das nicht, dass andere auch keins haben. Also, was haben wir? Miro Jelen. Ich habe seine Telefondaten überprüft. In der mysteriösen Stunde X hat er ein sehr langes Gespräch mit Herrn Beuker geführt. War dabei genau in der Funkzelle eingeloggt, die unsere Parkbucht abdeckt. Also hat er den Wagen gefahren? Ja, nicht unbedingt. Das hier, das ist der Blutfleck. Massiv, aber eindeutig verortet auf der linken Seite hinter dem Fahrer. Ja. Wir sind immer davon ausgegangen, dass zwei Personen im Wagen gesessen haben. Der Fahrer und der Geschädigte. Jetzt habe ich mir einmal die Überwachungsvideos von der Baustelle noch mal genau angeschaut. Und da sieht man auf der hinteren Bank, auf der rechten Fensterseite, schemenhaft einen Körper. Wir dachten, das wäre das Opfer. In Zusammenhang mit dem Blutfleck, den wir gefunden haben, macht es aber gar keinen Sinn. Es ist unmöglich. Ich meine, das ist auf der linken Seite. Das heißt, dass neben dem Opfer und dem Fahrer noch eine andere Person im Wagen gewesen sein muss. Wo ist Simonescu? Ist in der Eins und wartet. Seine Frau ist da drüben. Sagen Sie Tom, er soll sich um Jelen kümmern. Er soll ihn mürbe machen. Der muss auspacken, umfassend. Anders kriegen wir Beuker nicht dran. Sag ich ihm. Frau Simonescu? Geht es ihr gut? Frau Walch, meine ich. Soweit ich das beurteilen kann, ja? Mein Mann ist ein guter Mensch. Er hat einen Fehler gemacht. Bea Walch ist leider gerade nicht erreichbar. Sie können. Herr Staatsanwalt, haben Sie einen Moment? Ja. Lesen Sie sich das mal durch. Christian Simonescu durch Ellen Lukas, Aktenzeichen 93G11. Am Tag seines Todes wurde Zef Nikolas mit einem Wagen in die Innenstadt und wieder raus auf die Baustelle gefahren. Auf der Rückbank dieses Wagens haben wir jede Menge Blut gefunden. Und Ihre Fingerabdrücke. Auf dem Lenkrad, auf der Leiche, auf der Kleidung der Leiche, praktisch überall. Was ist auf der Fahrt passiert? Was bekommen Sie zurück? Kleinen Moment bitte. Hier sind Sie. Kommen Sie, ich bringe Sie raus. Hier haben Sie geparkt. Eine knappe Stunde lang. Warum? Gegen 16.30 Uhr erhielten Sie einen Anruf aus dem Baucontainer. Jemand hat Sie informiert, dass Zef Nikolas verunglückt ist. Miro Jelen?
Warum haben Sie Rocco Nicolas dazu aufgefordert, seinen toten Bruder nach Hause zu bringen? Sie hätten die Leiche doch einfach verschwinden lassen können. Oder war Ihnen klar, wie wichtig es ist, dass der Tote zu Hause bei seiner Familie beerdigt wird? Sie und Simonescu saßen in dem Wagen, in dem Zef Nicolas verblutet ist. Daraufhin sind Sie nicht, wie Sie gesagt haben, zu Hause geblieben, sondern zur Baustelle gefahren, um nach dem Verletzten zu schauen. Geben Sie doch zu, dass es so war. Herr Dr. Walch? Ihre Frau hat mir erzählt, dass Sie diesen Ordner aus Ihrem Büro im St. Josef Krankenhaus entwendet haben. Er ist das Eigentum von Bea Walch und Sie wussten, was in dem Ordner war. Hiermit hat Beuker Staatsanwalt Walch erpresst. Hätte dringend medizinische Hilfe gebraucht. Warum haben Sie ihn nicht ins Krankenhaus gefahren? Das wollte ich ja. Aber Sie wollten mich für den Vorfall verantwortlich machen. Wer Sie? Ich bin nach dem Anruf sofort auf die Baustelle. Und da lag Zef, alles voller Blut. Und diese Eisenstange in seiner Seite. Ich habe ihn befreit und wollte sofort ins Krankenhaus mit ihm. Der Miro ist mit. Ich dachte, er will mir helfen. Und dann haben Sie angehalten in dieser Parkbucht. Was ist dann passiert? Das war meine Mama. Die Mama. Was ist das, Mama? Ja. Ich bin's. Da haben sie auf mich eingeredet. Druck gemacht. Ich hätte Zef nie von der Stange ziehen sollen. Und was für fahrlässige Tötung erzählt. Es sieht nicht gut aus. Was ist jetzt? Es ist so viel Blut. Scheiße. Gib mal meinen Christian. Christian? Ja? Jetzt hör mal gut zu. Wenn das rauskommt, sind wir alle dran. Aber als allererstes du. Das ist deine Verantwortung. Wir müssen aufpassen müssen. Also, ihr bleibt jetzt so lange im Wagen, bis das vorbei ist. Dann sagt das dann loswärts. Ist das klar? Ist das klar? Okay, Miro? Kann ich mich auf euch verlassen? Ja. Sie haben da geparkt. Eine Dreiviertelstunde lang. So lange hat es gedauert, bis Zef Nicolas verblutet ist. Haben Sie einfach da gesessen. Und zugeschaut. Wie er stirbt. Das dauert nicht mehr lange. Ellen, ich konnte ihn nicht länger aufhalten. Wann war das? Höchstens 5 Minuten. Soll ich mitkommen? Nein, bringen Sie jenen zum Reden, sonst steht Aussage gegen Aussage. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Beuker straffrei davonkommt, wenn Sie jahrelang ins Gefängnis müssen? Zef war ein Idiot. Sich nur beschwert, die ganze Zeit. Fällt er noch in die Stange? Weil er einfach nicht mehr konnte. Es war Beukers Idee, dass ich die Arbeiter unter Vertrag nehmen soll. Er hat es geregelt mit den slowenischen Behörden. Warum haben Sie da mitgemacht? Wieso? Wieso haben Sie Zef im Auto verbluten lassen? Was hätte ich denn machen sollen? Das war schließlich meine Verantwortung.
Breuker wäre fein raus gewesen, ne? Sie haben einen Menschen sterben lassen. Einfach so. Frau Walch! Wo ist sie? Ich wusste nicht, was Sie das angeht. Hören Sie auf damit! Machen Sie auf! Frau Walch! Frau Walch! Sind Sie da? Verlassen Sie mein Grundstück. Sie haben sich der Rechtsbeugung schuldig gemacht und die Ermittlungen im Mordfall Nikolas aktiv behindert. Ich werde das Grundstück nicht ohne Sie verlassen. Was reden Sie denn da? Sie haben Ihre Frau misshandelt, Herr Staatsanwalt. Ich habe Dutzende Fotos gesehen, die das belegen. Ist das so ein Frauending, dass man da zusammenhalten muss? Diese Verletzungen hat Bea sich selbst zugefügt. Das ist Teil ihrer psychischen Disposition. Ich kämpfe seit Jahren dagegen an. Wenn das wahr wäre, warum konnte Beuker sie dann mit seinen Fotos erpressen? Wer sagt das? Ich habe mehrere Zeugenaussagen. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Und jetzt will ich wissen, ob Ihre Frau da ist. Ist sie? Frau Walch? Frau Walch! Raus hin! Sonst? Egal, was Sie machen, Sie müssen ganz vorsichtig sein. Ich bin stärker als Sie, das wollen wir nicht vergessen. Ach so, reden Sie mit Ihrer Frau, wenn Sie mit ihr allein sind. Ja, Boris? Es geht um Bea Walch. Was ist mit ihr? Sie hat gerade angerufen. Was hat sie gesagt? Ich soll dir ausrichten, dass sie in Sicherheit ist. Gut. Danke. Herr Walch, ich muss Sie bitten, bitte aufs... Das kann ich ja nicht sagen. Wo sie ist! Bitte. Jetzt denken Sie, Sie haben gewonnen. Ich sag Ihnen mal was. Spätestens morgen früh bin ich wieder frei. Egal, was Sie mir vorwerfen. Ich kenne Bea sehr gut. Wird ihr schwerfallen ohne mich da draußen. Und falls sie sich doch vor mir verstecken kann, dann sehe ich sie ja spätestens vor Gericht wieder. Dann in einem Raum mit vielen anderen, dann so zu tun, als wäre ich ein Monster. Was meinen Sie? Das schafft sie nicht. Ist sie nicht stark genug und liebt mich zu sehr. Raus. Regensburg. Laut Pressesprecher der Polizei wurden die Arbeiten des Bauprojektes Seidenfaden der Stadt Regensburg bis auf Weiteres eingestellt. Grund hierfür ist der Todesfall eines illegal angestellten Bauarbeiters. Es kam zu mehreren Verhaftungen, unter anderem des leitenden Geschäftsführers der Baufirma Beuker Bau. Simonescu und Jelen werden umfassend gegen ihn aussagen. Unterlassene Hilfeleistung, Anstiftung zu unterlassener Hilfeleistung. Ob Mord oder Totschlag muss das Gericht entscheiden. Auf jeden Fall können wir ihm die Erpressung des Staatsanwalts nachweisen. Er wird zugegeben, die Ermittlungen vorsätzlich blockiert zu haben. Bei der Beweislage gegen ihn ist es jetzt wirklich keine Heldentat. Oh, der kommt bald wieder auf freien Fuß. Bleibt zu hoffen, dass seine Frau einen sicheren Ort für sich findet.
Na, das ging ja schnell jetzt. Schauen Sie, Frau Lukas, man hat im Leben immer mehrere Optionen. Man kann natürlich was auf Biegen und Brechen, mit eisernem Willen durchsetzen und stürzt noch ins Verderben. Oder man fügt sich den Gegebenheiten, lässt alles, wie es ist. Manchmal ist der Rückzug die bessere Alternative. Und wir leben weiterhin mit kreischenden Dielen. Apropos kreischende Dielen, damit erzählen die doch uns eine Geschichte. Und Sie müssen kein Geld ausgeben. Ein durchaus positiver Nebeneffekt. Aber was tut man, wenn es überhaupt keine gute Lösung gibt? Wenn sich alles falsch anfühlt? Ja, ganz einfach. Da wählt man das geringste Übel.